ich habe heute einen riesigen Beauty Fashion Food Haul für euch. Und zwar war ich in Chicago und habe dort allerlei Sachen mitgenommen. Ich hoffe, dass man vieles davon auch irgendwie bestellen kann. Ansonsten ist vielleicht der ein oder andere sowieso mal in den USA oder man bekommt die Sachen, glaube ich, auch an verschiedensten Orten. Wir fangen an mit zwei Sachen, die ich schon aufgebraucht habe quasi. Und zwar sind das zwei von diesen Riegeln hier. Ich wollte die unbedingt mitnehmen, weil die US-Amerikaner immer total hypen. Die heißen One, die Riegel. Und die Geschmacksrichtungen sind halt sehr, sehr besonders. Das ist einmal Maple Glazed Donut. Und dann Birthday Cake. Und ich blende euch hier mal ein Bild ein. Der Birthday Cake Riegel hat wirklich diese Streusel. Sieht wirklich aus wie ein Birthday Cake. Hat total lecker geschmeckt. Der Maple Glazed Donut, den habe ich mir mehr Donut-Tee vorgestellt. Er war aber auch sehr, sehr lecker. Und hier ist in beiden Riegeln 20 Gramm Protein drin und 1 Gramm Zucker. Also, ja. Könnt ihr mal ausprobieren. And then waren wir ungefähr, ich glaube, 5-mal bei Sephora's. Es war echt ein bisschen gaga. Aber ich wollte euch von einer Sache erzählen, die ich vor kurzem erfahren habe. Und zwar, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, ist es so, dass man als Sephora-Mitarbeiter dem Kunden, wenn man kann, immer Proben abfüllen muss. Also, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne von der Fresh Rose Face Mask eine Probe, dann müssen sie mir das machen. Und wenn ich sage, ich möchte von Tata Harper die Illuminating Moisturizer probieren, müssen sie mir das abfüllen. Falls ihr mal irgendwas ausprobieren wollt oder euch nicht sicher seid und ihr ein paar Tage länger irgendwie dort seid, nehmt euch eine Probe mit, probiert's aus und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr das kauft. Das fand ich super cool. Okay, wenn ich jetzt weiter so lange über jedes Produkt rede, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Ich habe mir bei Target mitgenommen. Das ist in der Afro-Hair-Sektion. Ich glaube, das nennt sich sogar so. Entschuldigt bitte, wenn das politisch inkorrekt ist. Aber dort habe ich mir von Kanto Shea Butter for Natural Hair Cleansing Cream Shampoo und Hydrating Cream Conditioner mitgenommen. Die sind beide sulfatfrei, ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Sulfate, ohne Mineralöl. Es ist sehr, sehr günstig gewesen. Ich glaube, beide um die 4, 5 Dollar oder so, also echt nur ein paar Euro. Aber das kann ich nicht empfehlen, wenn ihr sehr, sehr feines Haar habt, feines, glattes Haar im schlimmsten Fall. Also ihr solltet schon eher zu trockenem Haar neigend sein, wenn ihr Locken habt oder tatsächlich irgendwie ein Afro oder so habt, glaube ich, dass das ganz, ganz toll sein könnte. Jetzt habe ich hier die große Tüte mit dem ganzen Zeug drin. Ich bin jetzt total random und ziehe einfach irgendwas raus. Da ist auch Essen drin. Und zwar ist Chicago so eigentlich mit die Stadt des Popcorns. Und hier ist bis oben hin gefüllt. Ich will es nicht aufmachen, weil es soll so lange reichen wie möglich. Oder haltbar sein. Da ist Popcorn drin. Und zwar hat Chicago den Chicago-Mix erfunden, den ich in New York kennengelernt habe. Und ich bin absolut obsessed. Und zwar, es klingt eklig, aber es ist Cheddar Popcorn und dann Karamell-Popcorn. Man nimmt beides in den Mund und das ist eine Geschmacksexplosion. Und habt ihr vielleicht auch im Video gesehen. Wenn nicht, guckt euch das Video an. Ich mache das Popcorn selber, was ziemlich, ziemlich cool ist und es ist so lecker. Auch bei Target gekauft. Make It Last von Milani soll eines der besten Setting-Sprays sein, wenn ihr wirklich wollt, dass das Make-up lange hält. Da fällt mir gerade ein. Ich habe zu heute nicht so viel drauf, aber probieren wir das einfach mal auf. Ist auf jeden Fall sehr stark. Kein super feiner Mist oder so. Dann habe ich mir mitgenommen 1, 2, 3, 4 ohne Deckel. Ich glaube, das war's. 4 von diesen Sprays von Dove. Falls ihr das in irgendeinem anderen Land seht, sagt mir bitte Bescheid. Ich habe es jetzt eben nur bei Target in den USA gesehen. Und zwar ist das das Trockenshampoo von Dove, was es meiner Meinung nach nicht in Deutschland gibt. Leute, das ist das beste Trockenshampoo, was ich jemals benutzt habe. Kein weißer Schleier. Es macht wirklich die Haare so frisch. Die sind nicht so, ihr wisst, wie das Gefühl manchmal ist nach Trockenshampoo, dass man das Gefühl hat, man hat noch mehr im Haar, sondern es fühlt sich total leicht an und locker, aber trotzdem wie frisch gewaschen quasi. Die Haare riechen gut und ich hatte den ganzen Tag über Volumen. Dann liebe ich ja sehr alles, was so ein bisschen gegen geschwollene Augen hilft und Augenringe und so weiter, aber
eben alles, was einen frisch aussehen lässt und wach. Und deswegen habe ich die Boscha Sake Brightening Hydrogel Eye Masks mitgenommen. Die waren nicht billig, deswegen hebe ich sie mir auf für einen großen Tag. Bevor ich das von Milani gefunden habe, das Spray, habe ich bei Sephora das hier mitgenommen. Also eigentlich kann ich es jetzt miteinander vergleichen. Das ist das All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray. Ich habe schon mal eins vor Jahren gekauft gehabt. Ich fand das damals nicht so knülle. Aber das sieht mittlerweile komplett anders aus. Und oft ist es ja auch so, dass irgendwie Formulierungen verändert werden. Super viele haben es in letzter Zeit wieder empfohlen, wenn eben euer Make-up lange halten soll. Deswegen werde ich das am besten mal morgen testen und dann gucken, ob eins von beiden besser hält, weil das ist natürlich wesentlich teurer. Das ist jetzt aber übrigens die Reisegröße. Dann switchen wir schnell über zu Ulta. Da habe ich mitgenommen von Nude Sticks, nennt sich Eyebrow Stylus Pencil and Waterproof Setting Gel. Denn tatsächlich habe ich jetzt bei ganz vielen YouTubern gesehen, dass sie meinten, dieses Eyebrow Setting Spray soll die Augenbrauen bombenfest da halten, wo sie hingehören. Was ich natürlich sehr, sehr gut finde. Kommt hier übrigens mit einem Spiegel, was ich ganz lustig finde. Und, whoops, das ist so ein Duo-Ding. Auf der einen Seite hat man übrigens einen sehr, sehr guten Augenbrauenstift, wieder in dieser Dreiecksform. Eine sehr schöne Farbe. Ich habe die Farbe Brown genommen. Und auf der anderen Seite hat man dann hier das Eyebrow Gel. Ich weiß gerade gar nicht, ob das... Doch, ich glaube, das ist tinted. Dann so ein bisschen TMI, aber das mache ich ja ganz gerne mal. Und zwar waren wir bei, ich glaube, CVS oder Walgreens. Ich glaube, CVS. Und dort gab es die Firma Summer's Eve. Ich glaube, das gibt es nur dort. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und zwar ist das Island Splash Freshening Gel. Ja, und das ist ein Spray für untenrum. Einfach zum Erfrischen, wenn man unterwegs ist, wenn man, ihr wisst, ne? Ich bin auf jeden Fall jemand, der sehr auf Hygiene und Düfte und so weiter Acht gibt. Jetzt muss ich sehr überlegen, wie ich das irgendwie gut formuliere. Und deswegen ja, benutze ich halt immer irgendwie sowas und ich fand das eben für unterwegs ganz schlau. Mein Gott, es ist mir doch ein bisschen warm geworden bei dem Thema. auch von Target habe ich mir mitgenommen. Von Dove auch, aus der Baby-Kollektion Rich Moisture Baby Bar. Und zwar ist es einfach die Seife, sieht auch ganz normal weiß wie eine weiße Dove-Seife aus, aber die ist eben wesentlich milder als die meisten Seifen. Und Pablo benutzt jeden Tag feste Seife, deswegen habe ich davon ein paar mitgenommen und mal gucken, ob ich das vielleicht auch für meinen Körper benutze. Kann man auch im Haar und im Gesicht und so weiter benutzen. Auch von Target, von der Firma Scunchy, Elastics 15 Packs No Damage Extra Long Haargummis. Auch wieder eher für diejenigen von euch, die krauses Haar haben, dickes Haar haben, Locken haben, bei denen, wenn ihr einen Zopfgummi macht, die öfter mal kaputt gehen, nicht ausreichen und so weiter. Vorhin erzählte ich ja, dass ich mir von einem Puder auch eine Probe habe abfüllen lassen, um das auszuprobieren und ich fand es gut, deswegen habe ich es mitgenommen. Von Hourglass ganz, ganz neu Veil Translucent Setting Powder. Es gab nur noch ein einziges davon. Also scheinbar sehr, sehr beliebt zu sein und sieht super, super schön aus. War natürlich dementsprechend teuer, ist halt Hourglass. Aber bisher war ich von Hourglass immer so begeistert von allem, dass ich mir viel erhoffe. Ich habe es, glaube ich, in meinem Chicago-Guide jetzt nicht so viel sagen können, aber die Leute in Chicago, wow. Ich habe selten so nette Leute gesehen, die wirklich mit dir sprechen wollen, sich für dich interessieren. Und wir waren eben, wie gesagt, tausendmal bei Sephora. Und einmal waren wir dort, haben uns dann mit einer Verkäuferin unterhalten, sind ins Gespräch gekommen. Sie war super interessiert an uns. Und dann kam sie irgendwann rum mit so einer Tüte von Sephora und hat uns einfach so eine Goodie-Bag gegeben, quasi mit so VIP-Samples. Und das fand ich so süß. Ich war so gerührt davon. Einfach so, weil sie uns nett fand. Ich meine, wann passiert einem sowas hier? Also mir nicht. Ja, fand ich auf jeden Fall ganz cool. Und in dem Sephora habe ich das hier mitgenommen. Und zwar ist das von Makeup Forever, der Waterproof Lip Liner in der Farbe 3C. Ist so das perfekte Nude. Benutzen sehr, sehr viele. Und gerade bei Lip Liner finde ich es gut, wenn er wirklich lange hält. Und das letzte Beauty-Produkt, glaube ich, ist Tarte Shape Tape. Gibt es irgendwie nicht bei Sephora. Kann das sein? Jedes Mal, wenn ich bei Sephora bin, sehe ich den Tarte-Aufsteller, aber nicht die Foundation dazu und nicht den Concealer.
I don't know. Auf jeden Fall war ich dann bei Ulta und da gibt es das komplette Sortiment und ich habe mir diesmal die Farbe Medium mitgenommen. Kommen wir jetzt noch schnell zur Fashion und ich fange gleich an mit der witzigsten Geschichte. Und zwar waren wir wieder bei Target. Am Tag unserer Abreise habe ich irgendwie auf Desi gewartet und habe ein Video geguckt von Song of Style, wo sie irgendwie versucht hat, ein Outfit für irgendwie einen Talk oder so bei Target zu kaufen, der aber eben aussieht wie Designer. Und dann war sie da im Target drin, hat alles gefilmt und es sah so gut aus, die Sachen, die sie ausgewählt hat und ausgesucht hat. Und die waren so günstig. Und ich habe das so Desi gezeigt und sie so, wir müssen da hin, wir müssen da jetzt hin. Wir gucken so auf die Uhren, wie so, okay. Also wir müssen noch da, da und da hin und dann haben wir wahrscheinlich so 15 Minuten Zeit. Und dann waren wir halt dort, sind halt dahin gerannt, dann habe ich diese Sachen gesucht, letztendlich auch einiges gefunden. Und dann hatte ich wirklich den ganzen Abend voll mit Klamotten und Schuhen und dann gucke ich auf die Uhr und ich so, Desi, wir müssen jetzt los. Und ich so, was mache ich jetzt? Und sie so, komm, wir gehen noch ganz schnell in die Umkleidekabine. Wir haben es Gott sei Dank noch rechtzeitig geschafft, alles gut, aber ich konnte mich bei Klamotten dann einfach nicht entscheiden. Da bin ich wirklich jemand, das muss dann 100% passen, egal wie günstig. Aber hier konnte ich einfach nicht Nein sagen und das wird jetzt wahrscheinlich nicht jeder von euch gefallen, das ist mir klar. Aber einfach nur, um euch zu zeigen, was da so bei Target geht. Und zwar hat, ich weiß nicht, ob ihr den Blog oder die Website Who What Wear kennt, aber die haben, ich glaube, permanent sogar eine Kollektion immer mit Target. Und die haben diese Schuhe hier rausgebracht, die ich super, super schön finde. Und ich bin ja nicht so der Fan von sehr hohen Schuhen, deswegen fand ich an denen toll, dass das so ein kleiner Absatz ist. Sie meinte, glaube ich, dass das ein Dupe ist zu einem Paar, was sie an dem Tag getragen hat von Manolo Blahnik oder so. Okay. Und die Schuhe waren im Sale. Die kosten so oder so nicht viel, aber die waren im Sale für $11.36. Dann waren wir bei Urban Outfitters und hier in Deutschland gehe ich irgendwie nicht so oft dort rein. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich die Auswahl nicht so cool. Aber da, zu dem Zeitpunkt zumindest, fanden wir irgendwie alles toll. Und dann musste ich mich echt entscheiden. Ich habe mir einmal mitgenommen, ihr wisst, ich liebe meine Levi's Wedgie Jeans in lang, die ich immer anhabe, die ich gerade auch trage. Und die haben diese Jeans jetzt rausgebracht als Shorts. Und das fand ich richtig cool. In diesem Vintage ausgewaschenen Blau, so ein bisschen ripped. Und die sieht halt dadurch echt aus, als wäre sie alt. Und dadurch, dass es wedgy ist, betont das den Po sehr, sehr schön, meiner Meinung nach. Und das gefällt mir sehr gut, weil ich finde Shorts ganz oft überhaupt nicht schön, an mir zumindest. Und von der Länge sind die auch toll, weil die ein bisschen länger sind, dass da nichts rausguckt. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, war und da will ich nicht, dass irgendwas rausguckt. Deswegen fand ich die Länge super. Hat dort gekostet $69, was ich doch sehr viel finde, aber Levi's ist jetzt auch nicht günstig. Und meine Hose, wie gesagt, trage ich jeden Tag, deswegen ist das eigentlich okay. Dann habe ich mir mitgenommen so ein Whoops-Pack dieser Haargummis. Den weißen habt ihr auch in dem Travel Guide gesehen und auch bei Instagram und so. Fand ich super süß. Erinnert mich total an meine Kindheit. Ich glaube, die haben um die $10 gekostet für 4 Stück. Ist wahrscheinlich so ein totales hassig oder liebig Ding. Aber dadurch, dass ich halt viel reise und auch viel fliege und es mir auch sehr unangenehm ist, bekomme ich sehr, sehr oft Magenprobleme, Magenschmerzen, mein Magen oder mein Bauch quillt wieder total auf. Diese Probleme, die ich früher extrem hatte, jetzt geht es so ein bisschen gerade zurück oder ich kann es zumindest im Zaum halten, aber in solchen stressigen Situationen kommt es wieder. Und deswegen habe ich nach einer Hose gesucht, die ich auf Flügen anziehen kann. Und oder einfach, wenn ich zu Hause arbeite, wisst ihr? Also einfach, wenn man gemütlich sein will. Es ist eine Gingham Stretchy leichte Schlaghose. Ja, auf jeden Fall hat die Hose $39 gekostet, ist von Urban Outfitters, direkt von der Firma. Und die ist richtig high-waisted, macht, finde ich, voll die schöne Figur. Und ist auch so ein richtig besonderer Stoff irgendwie, super hochwertig. Die ist von der Länge für mich perfekt, mir passen nie Hosen. Und das allerletzte, ich habe nämlich extra gegoogelt, ob es das vielleicht in Chicago gibt und ja, sie haben Aritzia. Vielleicht habt ihr schon von dem Shop gehört, immer wenn ich das irgendwo finde, renne ich rein. Und zwar ist es einfach genau mein Style, den ihr jetzt mittlerweile wahrscheinlich alle sehr gut kennt. Einfach so casual chic, eher, weiß ich nicht,
zeitlose Teile oder einfache Teile mit einem kleinen Twist. Ich achte eher auf Qualität und ich finde, das spiegelt dieser Laden sehr, sehr gut wider. Ich habe das Teil hier gesehen und mich total verliebt und dann hat es auch noch gepasst und ja, war praktisch und ich musste das mitnehmen. Und zwar ist das hier, das ist ein Crop Top. Sieht jetzt in der Kamera super weiß aus. Es ist so ein gelbliches Off-White, cremeweiß würde ich sagen. Und es hat sogar, ich zeige euch das gleich mal, kleine Streifen. Aber an sich ist das wie so ein gerüschtes Top, wie man es früher getragen hat. Und drüber ist dann aber diese leinartige Schicht. Bedeutet aber, dass das an sich, dass ihr sehr, sehr gut gehalten werdet. Und wenn ihr nicht so eine große Oberweite habt, müsst ihr nicht mal ein BH tragen. Es wird sehr, sehr gut gehalten und trotzdem habt ihr eben drüber diese super schöne, diesen super schönen Stoff, der so über euch drüber fließt. Und wenn der Wind kommt, dann müsst ihr auch nicht darauf achten, dass man irgendwas sieht, weil das liegt eng an. Und das fand ich super gut. Und dadurch, dass es eben auch eng ist, rutscht es nicht runter. Also wirklich ein super praktisches Top. Das hat jetzt $65 gekostet. Wie gesagt, nicht billig. Aber ich liebe es jetzt schon. Boah, ich habe so viel gelabert, dass meine Stimme gerade sich verabschiedet. Und mir ist super, super heiß. Es ist auch heute wirklich heiß. Es sind fast 30 Grad. Auf jeden Fall war es das zu dem Haul. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ich freue mich so sehr über die Sachen. Bei den Beauty-Sachen benutze ich einiges schon. Ich glaube, das hier ist schon zur Hälfte alle. Deswegen ist auch gerechtfertigt, dass ich mir so viel davon mitgenommen habe. Ich hoffe sehr, dass ich das auch irgendwie in einem anderen Land finde, weil so oft bin ich jetzt auch nicht in den USA. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was euer liebstes Produkt ist aus dem Ausland. Vielleicht gerade auch USA, da sind nun mal viele von uns. Was ihr auf jeden Fall immer mitnehmen müsst oder was ihr euch mitbringen lasst vielleicht sogar, weil es euch so wichtig ist und ihr es so mögt. Mein Gott, meine Stimme. Oh Gott, das ist so schrecklich. Okay, schreibt das hier sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich verabschiede mich jetzt und erhole mich ein bisschen mit meiner Stimme. Ich werde heute nicht mehr sprechen. Geht wahrscheinlich nicht, aber ich versuch's. Bis dann. Ciao.